Mein Name ist Peter Zimmerling. Ich bin Professor für praktische Theologie mit Schwerpunkt Seelsorge und Spiritualität. Und hier in Leipzig unterrichte ich seit 2005. Leipzig, speziell natürlich die Theologische Fakultät, ist interessant aus ganz verschiedenen Gründen. Zwei finde ich besonders wichtig. Der erste Grund, dass wir hier ein gutes Arbeitsklima haben, das dadurch zustande kommt, dass eigentlich alle Kollegen und Kolleginnen sich vertragen und von der Theologie begeistert sind. Und ich habe auch den Eindruck, das wäre für mich der zweite Grund, hier nach Leipzig zu kommen, dass die Studienbedingungen eigentlich ideal sind. Wunderbare Umgebung, tolle Bibliothek und Räumlichkeiten in der Fakultät und auf dem Campusgelände, die sehr anziehend sind. In meinem Fach geht es um Seelsorge, natürlich zunächst um die Theorie der Seelsorge, um Spiritualität und hier um die Theorie der Spiritualität. Wie kann eine Studentin, ein Student eine persönliche Spiritualität entwickeln, die reflektiert und gestaltet ist? Wir sind ja als theologische Fakultäten gut darin, den mitgebrachten Kinderglauben zu hinterfragen, aber haben vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten nicht so viel Engagement gezeigt, was die Entwicklung eines reifen Glaubens betrifft. Und hier sehe ich in Verbindung mit dem Thema Seelsorge eine wichtige Aufgabe von mir. Dazu kommt, dass Seelsorge hier nicht nur theoretisch betrieben wird, sondern dass zur Seelsorge in Leipzig traditionell auch Seelsorgeübungen gehören. Also die Möglichkeit besteht, im Gefängnis oder im Krankenhaus, gelegentlich auch in Altenheimen, erste praktische Erfahrungen mit Seelsorge zu machen, die dann von den entsprechenden Lehrenden mit den Studierenden zusammen auch ausgewertet werden, also reflektiert werden. Mein eigener Forschungsschwerpunkt ist tatsächlich die Seelsorge. Ich überlege, wie eine spirituelle Seelsorge in Zukunft aussehen könnte. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dieses Interesse, dass seit einigen Jahren in den unterschiedlichen therapeutischen Richtungen so etwas wie eine Rückkehr der Spiritualität zu beobachten ist und die Seelsorge traditionellerweise in den letzten 50 Jahren geprägt war von Psychologie und Therapie, wir das spirituelle Profil ein wenig vernachlässigt haben. Und hier möchte ich gerne dafür sorgen, dass das wieder stärker in den Blick kommt. Und das Gleiche gilt auch für die Geschichte der klassischen Seelsorge. Ich bin nämlich überzeugt, dass nur, wenn wir die klassische Seelsorge kennen, es auch möglich ist, das besondere Profil der kirchlichen Seelsorge gegenüber therapeutischen Formen der Begleitung von Menschen herauszuarbeiten. Am Beginn des Semesters freue ich mich am meisten über intellektuell interessierte und redebegeisterte Studierende. Ich habe den Eindruck, dass mir vor allem Seminare und Übungen, aber in gewisser Weise auch Vorlesungen helfen, bei meinen eigenen Forschungsprojekten voranzukommen. Ich bin also in gewisser Weise angewiesen auf Studierende und nach 3 Monaten oder 2,5 Monaten Pause brauche ich einfach das Gespräch wieder. Ich habe in Leipzig 2 Lieblingsorte. Der erste ist der Kospudener See. Das gilt natürlich jetzt vor allem im Sommer. Und der zweite, von mir sehr geliebte Ort, ist der Marktplatz
wo man einen Eindruck bekommt von der Prägung dieser Stadt durch die Jahrhunderte, aber vor allem eben auch durch das Bürgertum. Und da fühle ich mich eigentlich am wohlsten.